Torido und feuerfrei beim vorösterlichen Schießen vom Tegeler Schützenverein. Doch die flauschigen Hoppelhäschen können sich in Sicherheit fühlen. Jagd gemacht wird auf Ostereier. Ja, das Ostereierschießen ist ein Spaßschießen, was wir hier veranstalten im Tegeler Schützenverein, zusätzlich zu unseren Traditionsschießen. Im Königschießen, Fohlenkönigschießen, dann haben wir unseren Geburtstag im Dezember, da wird dann geschossen. Das hier soll mehr oder weniger Spaß sein. Auf diese Scheiben wird 5-mal geschossen. Je mehr Punkte man erzielt, desto mehr Eier landen im Osterkörbchen. Doch nur aus Jux und Dollerei wird hier nicht geschossen. Schaut man sich um, sind einige Neulinge am Start. Das hier soll mehr oder weniger Spaß sein und vor allen Dingen Leute der Umgebung dazu bringen, uns mal hier zu besuchen. Wir machen ja entsprechende Reklame und wir versuchen natürlich oder hoffen, dass wir darüber dann auch neue Mitglieder generieren. Und die gilt es zu betreuen. Am Schießstand am Uranusweg hat man darin Erfahrung. Seit 111 Jahren wird beim traditionsreichsten Schützenverein des Nordens geschossen. Einige Mitglieder sind schon seit 50 Jahren dabei und zeigen den Rookies, wie man aus 10 Metern am besten ins Gelbe vom Ei schießt. Das Wichtigste ist erstmal, dass die Sicherheit vorhanden ist, dass das Gewehr nicht hin und her geschwenkt wird, dass der Lauf immer zur Scheibe zeigt. Das ist das Wichtigste. Und die Teilnehmer, die finden es klasse. Ich fand's super, hat mir Spaß gemacht. Meine andere Erfahrung so in Richtung Sport. Sehr hilfreich, also ich habe verstanden, wie ich dann da durchgucken muss, damit ich überhaupt die Zielscheibe treffe. Also hat mir sehr geholfen. Also, die Begeisterung hoch, genauso wie bei den Mitgliedern. Die leben und lieben den Sport sowie ihren Verein. Nicht nur dieses sportliche Schießen, sondern auch Beisammensein. Mittwoch machen die Frauen immer auch so ein kleines Buffet, so ähnlich wie es jetzt hier auch ist. Da wird ein Bierchen dazu getrunken, nach dem Schießen aber, nicht vor dem Schießen, das macht man nicht. Untereinander sind wir eigentlich sehr gut eigentlich befreundet. Wir machen auch zwischendurch dann mal was, wir machen eine Dampferfahrt oder fahren irgendein Wochenende mal woanders hin. Man hängt dann einfach dran, es ist einfach ja, wie eine große Familie. Wer nun Lust bekommen hat, selbst sein Glück am Schießstand zu versuchen, schaut einfach mal mittwochs beim Tegeler Schützenverein vorbei. In diesem Sinne, Horrido und frohe Ostern!